Der Plettenberger Fabrikant Wilhelm Seißenschmidt schenkt der evangelischen Kirchengemeinde seiner Heimatstadt zum Weihnachtsfest 1893 ein Baugrundstück, auf dem auf seine Kosten ein evangelisches Krankenhaus errichtet und ausgestattet werden soll. Am 24. April 1894 war die feierliche Grundsteinlegung für den Bau des evangelischen Krankenhauses in der Stiftstraße, die heutige Wilhelm-Seißenschmidt-Straße. Dieses Aussehen hatte das Krankenhaus nach Fertigstellung im Dezember 1894. Am Sonntag, den 2. Dezember 1894, gab es ein großes Festprogramm zur Einweihung des neuen Krankenhauses. Die folgenden Bilder zeigen die Medizintechnik und Behandlungsmethoden aus den Anfangsjahren. Dr. Adolf Engelhardt übernahm als erster Hausarzt die ärztliche Leitung des Plettenberger Krankenhauses. Zum 21. März 1895 war das Krankenhaus schon voll ausgelastet. An diesem Tag wurden 4 Operationen unter Narkose durchgeführt. Der Pflegesatz damals betrug pro Tag und Person 1,50 Mark. Im Laufe des Jahres 1910 wurden 247 Personen im Krankenhaus behandelt. 8 Patienten litten an Schwindsucht, einer an Typhus und 3 an Syphilis. Von den 247 eingelieferten Personen wurden 179 geheilt. 30 konnten nicht geheilt werden und 30 verstarben im Krankenhaus. Von 1913 bis 1958 wurde das Krankenhaus immer wieder durch verschiedene Anbauten erweitert. 1948 wird im Verwaltungsausschuss des Krankenhauses erneut eine Erweiterung beschlossen. Die innere Abteilung soll in einem angemieteten Haus in der Innenstadt untergebracht werden. Das Haus von Karl Jochen Kaiser in der Kaiserstraße nimmt am 14. August 1950 als Wichernhaus seinen Betrieb auf. Doch auch diese Erweiterung war nur für kurze Zeit ausreichend, sodass man in den Jahren 1953 bis 1956 mit der Planung für einen Neubau begann. Diese Planungen wurden auf 7 bis 8 Millionen D-Mark geschätzt und im April 1955 genehmigt. Im Oktober 1956 gründeten die evangelischen Kirchengemeinde und die Stadtgemeinde Plettenberg eine Krankenhausgesellschaft. Evangelisches Krankenhaus, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Durch diese Gründung wurde die Aufnahme eines verbilligten millionenschweren Darlehens möglich. Das Land NRW unterstützte dieses Bauprojekt mit 5,25 Millionen D-Mark. Im Januar 1957 begannen die Arbeiten zum Neubau auf der Bracht. Zum 27. Juli des Jahres wurde der Grundstein gelegt, sodass bis Jahresende der Rohbau fertiggestellt wurde. Während der Neubau des Krankenhauses langsam Formen annahm, ging die Arbeit in den alten Häusern in gewohnter Weise weiter. Ende August 1959 war der Neubau auf der Bracht so weit fortgeschritten, dass die Schlüsselübergabe am 27. August stattfinden konnte. Im Innenhof des großen und imposanten Neubaus fand der feierliche Übergabeakt vor zahlreichen Festgästen statt. Diese waren Vertreter der Landesregierung in Düsseldorf, der Bezirksregierung in Arnsberg, vom Rat der Stadt, das Presbyterium sowie Vertreter der Nachbarstädte und die Ärzte und Schwestern des neuen Hauses. Chefarzt Dr. Pleuger erhielt vom Ratsmitglied Vogel den Schlüssel. In einer kurzen Rede verwies Pleuger darauf: Wenn wir heute diese Tür aufschließen, tun wir es stellvertretend für alle, die künftig in diesem neuen Haus Hilfe suchen. Mit den Worten: So segne Gott unseren Eingang in dieses Haus, schloss Dr. Pleuger die Tür auf. Pastor Litschel erinnerte auch an die einzige Stiftung des Plettenberger Fabrikanten Seißenschmidt, der historisch betrachtet auch die Grundsteinlegung für die neue Krankenanstalt ermöglicht habe. Diese schönen Aufnahmen vom Krankenhausumzug aus der Seißenschmidtstraße hoch zur Bracht verdanken wir Ernst E. Fastenrath.
Hier sehen wir Karl-Heinz Herig und Helmut Groß bei der Umlagerung der Patienten. Mit einem Mercedes-Liegewagen transportierten die beiden zahlreiche Patienten zum neuen evangelischen Krankenhaus. Wir begleiten sie auf dem Weg durch die Stadt. Im pausenlosen Pendelverkehr schafften die Männer vom Krankentransport mit ihren vier Fahrzeugen die Patienten hinauf zum Klusen-Siepen. Dieser moderne Neubau bot Platz für die drei Hauptabteilungen: Chirurgie, Innere Medizin sowie Gynäkologie und Geburtshilfe. Weiter gab es drei Belegabteilungen für Kinder, HNO und Augenkrankheiten. Das neue Krankenhaus hatte auf seinen Stationen 234 Patientenbetten verteilt. Ernst Fastenrath hatte es sich nicht nehmen lassen, auch umfangreich den Neubau mit seiner Kamera von innen festzuhalten. Chefarzt auf der Chirurgie war seit 1932 Dr. Pleuger und Dr. August Verhagen war der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Seit August 1950 war Dr. Johann Friedrich Gallenkamp erster internistischer Chefarzt im Krankenhaus von Plettenberg. Im Jahr 1960 stieg die Zahl des Personals auf 154 Vollkräfte, darunter 14 Ärzte, ärztliches Hilfspersonal mit 21 und Pflegepersonal mit 46 Personen. Im ersten Geschäftsjahr wurden im Plettenberger Krankenhaus 3055 Patienten, dazu zählen auch 257 Neugeborene, stationär betreut.
Chefarzt Dr. Pleuger mit Kippi und sein Oberarzt Dr. Limmer bereiten sich auf eine OP vor. Am 31. Dezember 1963 scheidet Dr. Pleuger nach über 30 Jahren aus dem Krankenhausdienst aus. Sein Nachfolger als Chefarzt auf der Chirurgie wird Dr. Limmer. Die Busse der Plettenberger Kleinbahn brachten viele Besucher, besonders auch am Wochenende, zur Öffnungszeit zu ihren Angehörigen im Krankenhaus. Damals gab es noch die bestimmten Besuchszeiten, auch im neuen Krankenhaus auf der Bracht. Zockel Neumann, der nach Aufgabe seines Geschäftes in der Wilhelmstraße als Pförtner angestellt war, öffnete pünktlich am Besuchstag um 14 Uhr die Tür. Pünktlich. Die Besuchszeit war so geregelt, dass um 16 Uhr alle wieder das Krankenhaus verlassen mussten und mit dem Bus nach Hause fuhren. Mein Name ist Barbara Wieding, ich bin seit 2007 die Verwaltungsdirektorin der Krankenhaus Plettenberg GmbH. Bildet zusammen mit Herrn Michael Kaufmann die Geschäftsführung dieses Krankenhauses. Nachdem sich die Evangelische Kirchengemeinde in 2006 entschieden hatte, ihre Anteile am Krankenhaus Plettenberg GmbH zu veräußern, stand ein Bieterverfahren zum Verkauf des Krankenhauses und seiner Einrichtungen an. Es zeichnete sich ab, dass das Krankenhaus damals in fremde Hände abgegeben werden sollte, was den Protest der Plettenberger Bevölkerung nach sich gezogen hat. Der Protest mündete in der Gründung einer Bürgerinitiative, die sich für den Verbleib des Krankenhauses in Plettenberger Hand ausgesprochen hat. Es ist das MRT hier im Krankenhaus 2006 in Betrieb gegangen, seit 2011. Auch für alle Patienten, Klassenpatienten zugänglich. Vorher war es halt nur fürs Krankenhaus. Ist der Ultraschallraum. Im Grunde genommen ist die Sonographie eigentlich heute Handwerksstandard des Internisten, weil jeder Patient praktisch eine Sonographie erhält, zusätzlich zu der körperlichen Aufnahme, wenn er ins Krankenhaus kommt. Es sind 4 Stationen, auf denen etwa 120 Betten für die Patienten aus Plettenberg aufgestellt sind. Das Krankenhaus verfügt über 3 Operationssäle, um dem vermehrten Operationsaufkommen auch standzuhalten. Mittlerweile gibt es nur noch einen Belegarzt, der am Plettenberger Krankenhaus tätig ist. Das ist Herr Dr. Klimisch, HNO-Arzt, der auch Patienten ambulant und stationär im Krankenhaus betreut.
In 2008 wurde die therapeutische Abteilung des Krankenhauses in eine eigene Gesellschaft, der Therapiezentrum Plettenberg GmbH, ausgegliedert. Waren es am Anfang nur die Physiotherapie und die Logopädie, so sind im Jahr 2014 auch wieder Ergotherapeuten mit hinzugekommen. Die Entwicklung im Gesundheitswesen hat auch vor dem Plettenberger Krankenhaus nicht Halt gemacht. So gibt es seit Anfang des Jahrtausends keine Geburten mehr im Plettenberger Krankenhaus. Die Menschen gehen nach Lüdenscheid oder nach Attendorn, um die Kinder auf die Welt zu bringen. Seit 2007 befindet sich das Krankenhaus Plettenberg also in Rhein-Plettenberger Hand, nämlich der Stadt Plettenberg und der Mendritzky-Stiftung, die im Laufe der Jahre Millionen in die Zukunft des Krankenhauses investiert hat. Nach einer kurzen Umbauzeit 1960 wurde das alte Krankenhaus in der Seißenschmidtstraße zum Matthias-Claudius-Heim, ein Altenpflegeheim. Das Matthias-Claudius-Heim ist in den vergangenen Jahrzehnten auch an seine Kapazitätsgrenze angelangt und zu klein geworden. Dieses alte Gebäude noch einmal zu erweitern, wäre nicht sinnvoll gewesen. Im Jahr 2015 wurde mit dem Bau des neuen Matthias-Claudius-Heims begonnen. Nach dem Umzug ins neue Haus wird das alte Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Danach ist die Geschichte des alten Plettenberger Krankenhauses, die 1894 begann, endgültig zu Ende.